In Großbritannien stehen die Menschen vor den Impfzentren Schlange, nachdem die Regierung angekündigt hat, bis Ende des Monats allen Erwachsenen eine Boosterimpfung oder zumindest einen Termin dafür anzubieten. Die Omikron-Variante breitet sich rasant aus und auch wenn die Symptome anscheinend eher mild sind, eine Person im Land ist bereits daran gestorben. Während Omikron landesweit über 20% der Fälle ausmacht, beobachten wir in London bereits einen Anstieg auf über 44%. Wir erwarten, dass Omikron in den nächsten 48 Stunden die dominierende Variante in der britischen Hauptstadt wird. Aus Sorge über die leicht übertragbare Variante verschärft auch Norwegen die Corona-Maßnahmen. Es gibt ein komplettes und landesweites Verbot des Ausschanks von Alkohol. Homeoffice wird verpflichtend, sowie Online-Unterricht in Universitäten und Berufsschulen. Alle Vorschriften gelten zunächst für 4 Wochen, also über die gesamten Feiertage. Auch in Dänemark setzt sich die Variante seit einer Woche zunehmend durch. Am Montag kamen allein rund 1000 neue Fälle hinzu. Das Land steht weltweit nach Großbritannien an zweiter Stelle bei bestätigten Fällen von Omikron. Daten aus Dänemark und Großbritannien legen nahe, dass sich die Zahl der Omikron-Ansteckungen alle 3 bis 4 Tage verdoppelt. China hat unterdessen seinen ersten Omikron-Fall in der nördlichen Stadt Tianjin gemeldet. Laut chinesischen Behörden wurde die Variante bei einem Rückkehrer aus dem Ausland entdeckt. Dieser erste Fall der hochgradig ansteckenden Variante fällt in eine Zeit, in der sich Peking auf die Olympischen Winterspiele im Februar vorbereitet.